Richtig geiler Tag heute auf jeden Fall. Malo da mit dem RS2. Ne, ist ja kein RS2. GT2, gell? Steve war heute hier mit seinem Dings da hier. Keine Ahnung, was es ist. Du willst ihn auch was. Okay. Ford Fairlane. 56er oder 57er oder 59er. Keine Ahnung. Irgendwas auf jeden Fall. Also irgendwas aus einer Zeit, die auf jeden Fall schon lange, lange her ist. Ich bin mit dem Ding gefahren. Ich stehe eigentlich nicht so oft so Zeug. Aber das Ding fährt echt gut. Also es ist echt schnell, würde ich sagen. Schade, dass er schon weg ist. Wir hatten jetzt ein bisschen wegen Polizeiprobleme, deswegen will er auch heimfahren wahrscheinlich. Aber das fährt schon echt gut dafür, dass das Ding halt so ultra alt ist. Ich bin, wie gesagt, nicht so Fan von so Zeug, aber... Du bist mitgefahren, oder? Ja, Alter, du liegst einfach da drin wie der Chef. Es ist einfach so. Und es ist Platz ohne Ende. Und dafür, dass das so ultra alt ist und so riesig, fährt das schon ultra gut. Also man hört es auch die ganze Zeit. Ich bin aber auch bei Martin mit dem GT2 mitgefahren. Das gucken wir uns jetzt mal an. Das fährt auf jeden Fall richtig wild. Ohne Scheiß. Also das müssen wir uns echt mal vom Nahen angucken. Er möchte halt leider nichts zu dem Auto sagen. Er möchte nicht mit ins Video. Aber das hat schon zwei neue Lader, glaube ich, bekommen. Oder ein. Keine Ahnung. Ist das ein Biturbo? Keine Ahnung. Es hat auf jeden Fall so 550 PS. Ich dachte am Anfang, oh, Automatik, das fährt bestimmt scheiße, aber es fährt eigentlich echt gut. Das ist in dem Auto auch alles mega geil, so gepflegt und hat auch nicht so viele Kilometer und auch von der Fahrwerksabstimmung so, das funktioniert alles. Dann hat das originale E88 und 19 Zoll. Also es ist schon, das ist jetzt nicht so das mega Optik-Auto, sag ich mal, wo man sagt, oh, ist der tief. Also das ist halt kein Auto, was cool rumsteht, sondern das ist halt echt eine Fahrmaschine. Und also so ein Auto zu finden, sag ich mal, in dem Zustand, mit den Kilometern, das hat glaube ich 70.000 oder so runter. Andi, hat das ein oder zwei Turbolader? Nein. Zwei, habe ich doch gesagt, das hat neue Lader bekommen. Komm, wir gucken uns das an. Andi, zeig uns mal was dazu. Martin will nichts dazu sagen. Na gut, dann mache ich das. Ja? Ja. Gut. Also du hast die Lader mit umgeschraubt? Nein. Wer hat das gemacht? Keine Ahnung, hat er so gekauft. Ach so. Was hat das gelaufen? Das hat wenig Wunder, oder? Weiß ich nicht. Aber guck mal, das hat keine Steinschläge. Das hat... So, das ist schon... Das, da ist jetzt kein, erzähl ich was über dein Auto, Alter. Da ist kein Farbunterschied. Ja. Also ich finde das echt. Ich hätte halt gesagt, als das Ding hier auf den Hof gekommen ist, habe ich gesagt, die Schweller unten müssten noch in Wagenfarbe und vorne die Lippe, einfach dass das Ding tiefer wirkt. Aber er hat gesagt, nein, Gottes Willen, auf gar keinen Fall bleibt so. Aber der ist nicht nachlackiert, oder? Nein. Keine Farbunterschiede, aber auch keine Steinschläge. Und da achten wir. Also steht am Tacho zumindest. Das ist hier vereinzelt ein paar kleine Dinger. Ja, aber nee, aber normalerweise ist so ein Ding gesagt. Ich denke mal, das ist eher auch von mir. Die ganze Sache. Erstlack komplett. Wer hat die Lader gewechselt? Alles tot. Ach so. Ist aber noch der 3,8 oder? 3,6. 3,6. Hat auf jeden Fall, ich habe mich unterhalten und habe gesagt, Mensch, 996 gehen ja immer die Motoren kaputt. Und hat er gesagt, ja, die normalen gehen kaputt. Nicht der. Aber das ist ja ein Metzger-Motor. Ein Metzger-Motor. Und Metzger-Motoren gehen nicht kaputt. Deswegen kannst du dem anbieten, was du willst. Also, nein, doch. Er hat gesagt, so 600 PS kannst du auf jeden Fall machen. Damit kommen die meisten klar. Und das fährt dann schon echt wild. Also, ich finde 600 PS krass. Andi hat gesagt, wir bauen nächstes Jahr an den R32. Doch. 500 PS? Ja. Schauen wir mal. Also, aber ich finde, also das hier, das ist schon ein Kollege, da nee. Ist einer zu Hause. Das könnte richtig fahren, wenn Gold und Bläuel drin wären und zwei große Lader. Das hat doch zwei große Lader. Nein, größer. Noch größer. Aber ich finde, so ein Auto zu finden im Erstlack mit einem Scheckheft, was halt sauber ist, wo nicht überall ein Farbunterschied ist und wo eine Tür hängt und wo eine Verkleidung klappert, und das ist schon ein Sechser im Lotto. Und dann zu sagen, pass auf, voll die Waldweh, ich kaufe jetzt erstmal E88 beim Müller. Ja gut, aber kein anderer hat sie, gell? Ja. Ist halt einfach so. Der hat sie einfach liegen. Richtig. Und
Edelweiß hat die gleichen Felgen. Auch okay. In 19. Ja, auch in 19. Nur der hier. Schleift das halt ein bisschen. Bei dem aus dem Ruhrpott, der hat 18er genommen. Genau. Der gute Junge. Weil der große Reifen geil findet. Richtig. Der steht aber auch auf Jungs. Also das ist halt auch kann durchaus möglich sein. Nee, doch, muss man so seine Weiber angucken. Die sehen auf jeden Fall irgendwie nicht aus wie Frauen. Der steht aber auch ein bisschen auf Kinder. Die neue ist schon sehr fraulich. Die ja? Alte war. Na, die neue, weniger. Die war aber auch mal, die hieß aber auch mal Fritz oder Martin oder Philipp. Also die war noch nicht immer eine. Weißt du, wie ich meine? Ist aber auch alles nicht so schlimm. Es ist alles völlig in Ordnung. Jeder, wie er denkt, sag ich mal. Ja. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass wir heute so einen schönen Tag hatten. Du kannst hier nochmal so drüber schwenken. Wie gesagt, wir haben eine Endgegner-Schwalbe heute gesehen und haben die gefilmt und haben die gehört. Das klingt halt auch unheimlich krass. Und ich bin mit allen schnellen Autos heute noch mitgefahren. Hier steht so ein bisschen so Zeug rum, was man sich halt auch mal angucken muss, gell? Und das finde ich alles ganz gut und für einen Sonntag ist es mal ganz angenehm. Und wir hatten ja auch geiles Wetter und es ist alles perfekt, alles wie es sein muss. Also Dankeschön fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal und beim letzten Mal und keine Ahnung, bis dahin, ich habe schon mal Tschüss gesagt. Say hola, cock my glizzy, bang, bang.